Zum Teufel! Der ist aber jetzt stinkig. Präzisionsgewehr. Schwere Pistole. Maschinenpistole. Nebenhand. Munitionspack. Eine einfache, aber sehr beliebte Modifikation von Elkos Combine, die vor allem von Söldnern und Militärangehörigen im aktiven Einsatz benutzt wird. Ich glaube, das hole ich mir. Ja. Aegis-Weste. Dieses Elite-Ausrüstungsprodukt für den eigenen Schutz von Casa Fabrication besteht aus einer Reihe überlappender Keramikplatten mit einer Beschichtung aus einer eigens entwickelten Wolframlegierung für maximale Sicherheit. Erhöht Gesundheit um 5%. Kauf ich doch mal. Präzisionsgewehr. 10%. Also für die gesamte Gruppe. Puh, das sind 50.000. Das ist ganz schön happig. Also die Pistole werde ich auf jeden Fall machen. Damit lässt sich was anfangen. Und ja. Ja, das Präzisionsgewehr brauche ich noch nicht. Kaufen wir jetzt noch Maschinenpistole. Das ist wertvoll. Okay, jetzt haben wir fast keine Credits mehr. Was meinst du? Eine Schrotflinte vielleicht? Mir gefällt das Sturmgewehr. Ein Dauerfeuer des Todes. Wenn man zielen kann. Okay. Achso, Rotom Expeditionen, da waren wir gerade. So eine Art Waffengeschäft. Haben Sie schon Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann 2 Credits angerechnet. Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber... doch nicht mehr tot. Sonst könnte ich ja nicht der Werbung hier lauschen. Wissen Sie, was gut ist? Allianz Corsa. Die Schlachten sind ziemlich realistisch, aber es macht trotzdem Spaß. Und es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. Oh. Mit Jacob reden. Mein letzter Besuch auf der Citadel ist Jahre her. Hier ändert sich auch nichts, egal wie lange man weg war. Für manche ist das wahrscheinlich beruhigend. Einfach zu verleugnen, dass das hier irgendwann mal enden kann. Sollen das... Ja, ein bisschen Grünzeug hebt die Atmosphäre natürlich. Kennen wir ja. Eine neue Umfrage zeigt, dass 40% das ist der Aufenthaltsraum. Menschen für eine Meldepflicht aller biotischen Menschen sind. Auch die Zahl der biotischen Extremisten. Die Leute wollen ihre Geschichte hören, Shepard. Kalisa Al-Jilani. Ach, das ist die Nachrichtentussi wieder. Kalisa bin Sinan Al-Jilani, Westerlund News. Ich habe Sie vor 2 Jahren interviewt, als Sie Inspektor wurden. Sie haben sich vor der Kamera gut präsentiert. Haben Sie eine Minute Zeit?
Sie wollten die ganze Zeit, dass es so aussieht, als hätte ich die Erde an den Rat verraten. Am Ende haben sie das Gegenteil bewiesen. Jetzt sind sie zurück und damit wieder eine Nachricht. Ich will nur ihre Geschichte hören. Und wieder ein Interview. Es heißt, sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von ihren Worten ab. Demnach haben sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000 Leben opfern. Ich habe genug von ihren unredlichen Behauptungen. Das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. Sie Mistkerl! Ich werde dafür sorgen, dass jeder in der Allianz das erkennt. Video prüfen. Haben wir es drauf? Gut. Okay. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber naja. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich hoffe, das hat keine so große Auswirkung. Willkommen! Die Promenade des Sakera-Bezirks bietet gehobene Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten für den anspruchsvollen Besucher. Was für Unterhaltungsmöglichkeiten stehen denn zur Verfügung? Der Darkstar ist ein kleiner, aber beliebter Nachtclub, der Rauschmittel, Glücksspiele und exotische Tänzerinnen anbietet. Tja, da gehen wir doch mal hin, würde ich sagen. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Irvina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wo geht's hier hin? Okay. Ich wollte die echt nicht schlagen, aber... Ich hab gedacht, wenn ich jetzt das klick, dann kommt irgendwie eine negative Reaktion oder so. Ja gut, sie hat's gegeben, aber jetzt nicht so heftig, habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Naja. Oh, da geht der Punk ab. Ah, unser Brandy. Reden wir mal mit dem Barmann. Was darf's sein? Irgendwas Interessantes gehört, was hier so abgeht? Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Es ist grün. Und haut sie garantiert um. Außer sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind sie ganz tot. Noch etwas? Nee, lass mal. Momentan will ich nichts. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich's anders überlegen. Okay. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique. Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Stimmt, ja. Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt?
Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique. Wo ist diese Geschenkboutique? Beim Markt unter der Bar. Die Leia verkauft Aquarien, weil Fischer die größten Haustiere sind, für die die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Mädelblumen gegenüber der Röhre an. Wirklich sehr hübsch. Okay, jetzt haben wir uns noch deine Fische erkundigt. Gucken wir mal. Tagebuch. Krokana Sushi. Okay. Krokana Sushi. Tanzen. Das war alles. Okay. Mit etwas Entspannung, Shepard. Ist doch der ideale Ort dafür. Zumindest ansprechender als Koras Nest. Dass der Laden nach dem Geth-Angriff nicht mehr aufgemacht hat, muss man wirklich nicht bedauern. Ja, mit dir immer doch. Super, was macht der hier? Der findet wohl die Toilette interessant anscheinend. So. Zurück geht's. Die ist jetzt ganz schön stinkig, aber mich. Für 10 Credits bieten wir Datenschutz auf jedes bei uns gekaufte Spiel. Sollte der Kopierschutz jemals versagen, können Sie umsonst eine neue Kopie kaufen. So, gehen wir mal auf die linke Seite. Richtung Lagerhaus und so weiter. Ach, da ist er, der Kargisch. Was wollen Sie? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Igitt, Asari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt.
Wozu dann das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. So. Ja, ich war jetzt zu faul, den Fisch zu kaufen. Außerdem habe ich nicht so viel Geld mehr. Gehen wir mal hier runter. Tolle Aussicht. Aber wir werden nicht für die Aussicht bezahlt. Na gut, wir werden eigentlich überhaupt nicht bezahlt. So, wo sind wir hier? Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Okay. Bei unserem Angebot zum Vereinigungstag bekommen Sie bis zu 2000 Credits zurück. Ein Schnäppchen. Naja, okay. Irashimas! Oh. Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Ein Koch, sehr lustig. Volus. Die Volus sehen auch lustig aus. Und Elkor haben wir ja auch. Alles ist vertreten hier. Tut mir leid, ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich, Erdenclan. Nur weil der... Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Sir. Ich bitte um Entschuldigung. Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Sie hatten vor der Sirta Foundation einen Zusammenstoß. Könnte ihm die Karte dabei aus der Tasche gefallen sein? Möglich. Sicher. Ich weiß nur, dass ich sie nicht genommen habe. Sind Sie oft beim Gebrauchtschiffhändler? Ja, er hat viele schöne Modelle auf Lager. Ich würde gern eins kaufen und damit zur Flotte zurückkehren, aber... Ein Schiff ausreichender Größe kostet selbst gebraucht Hunderttausende von Credits. Ich weiß. Verrückt, oder? Aber ich sehe mir trotzdem gerne die Holos an und hänge meinen Tagträumen nach. Ich könnte erstaunliche Sachen mit den Triebwerken machen. Sie würden schnurren wie Katzen. Sie behaupten, sie hätte ihre Kreditkarte gestohlen? Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sirta Foundation beinahe umgerannt. Warum muss jemand, der sie umrennt, gleich ihre Kreditkarte klauen? So arbeiten Taschendiebe nun mal. Sie rennen zur Ablenkung in dich rein und räumen dir dabei die Taschen aus. Man kann diesen clanlosen Quarianer nicht den Rücken zukehren. Diebe, allesamt. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt? Natürlich. So einen Fehler würde ich niemals machen. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Universalwerkzeug sagt, dass sie keine Karte bei sich hat.
Aber sie könnte sie versteckt haben, um sie später wiederzuholen. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Und sie ist ganz eindeutig obdachlos. Ich nehme sie mit zu Bailey. Soll der entscheiden, was mit ihr geschieht? Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Sir, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Wir tun alles, was wir... Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Wir brauchen keine Hilfe von Zivilisten. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Alles klar. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. So. Wir wurden eine Wäre ein erfrischender, wohlschmeckender Tupari-Sporttrink jetzt nicht genau das Richtige? Tupari. Jetzt auch erhältlich mit rechtsdrehenden Aminosäuren. Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen. Gehen wir mal ins Lagerhaus. Hier gibt's nichts anscheinend. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Ich möchte etwas kaufen. Der Einkauf erfolgt über unser Katalog-Interface. Es ist da drüben. Erzählen Sie mir mehr über dieses Geschäft. Die Sirta Foundation ist eine Organisation der Menschen, die für ihre Heilmethoden in der Gentherapie und genetisch hergestellte Produkte bekannt ist. Sirtas bekanntestes Produkt ist vermutlich das selbstentwickelte Medigel. Sie verkaufen sicher nicht viel. Dieser Bezirk ist nicht gerade das Präsidium. Nach teurer Tech besteht hier doch kaum Nachfrage. Die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Das ist ein hehres Ziel. Aber wenn Sie ein paar Prozent nachlassen, würden Sie mehr verkaufen und das freut die Bilanz. Ich kann ohne Genehmigung des Bezirksleiters keinen Ausverkauf abhalten. Würden Sie es für einen ganz besonderen Kunden mit jeder Menge Credits auf dem Konto tun? Etwa für Commander Shepard, den Helden der Citadel? Oh, Sie sind Shepard? Ich ahnte ja nicht. Sie werden bei Ihren Missionen sicher häufig verletzt. Ich könnte Ihnen meinen Angestelltenrabatt geben, wenn Sie sich zu einem größeren Kauf entschließen würden. Das würde mich mit Sicherheit motivieren. Bitte, stöbern Sie in unserem Katalog. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Er hat nichts gekauft. Wenn alles über den Katalog abgewickelt wird, was machen Sie denn hier? Kundenservice. Rücknahme, Umtausch, Gruppentarife. Außerdem verkaufen wir mehr, wenn jemand für die persönliche Interaktion zur Verfügung steht. Obwohl ich nicht verstehe, warum ein Unternehmen der Menschen ausschließlich Asari als Verkaufskräfte anstellt. Weil sie einfach am sympathischsten sind. Weil sie so nett daherkommen, im Gegensatz zu den Turianern und allen anderen. Danke für Ihre Zeit. Kommen Sie bald wieder, Shepard. Medigel-Kapazität. Die Sirta Foundation hat eine tragbare Gitterstruktur mit einem innovativen Netz von Mikrostimulatoren und Medigel für Abreichungspunkten entwickelt, um die Überlebenschancen für Arbeiter und Militärangehörige in lebensfeindlichen Zonen zu verbessern. Gesundheit um 10%. Jetzt kaufen wir uns doch mal Medigel-Kapazität. Damit lässt sich was anfangen. Ach nö, jetzt kann ich den Lebenserhaltungsgurt nicht kaufen. Ach egal. Nein, es fehlen nur ein paar Credits. Mann. Was denkst du, Michael? Vielleicht den Immunverstärker? Das soll gegen Alien-Bakterien helfen.
Willkommen bei Saranus Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Ich möchte etwas kaufen. Ja, heutzutage läuft alles automatisch. Da drüben steht ein Katalog-Interface. Wissen Sie, ich bin gerade in einer sehr wichtigen Mission unterwegs. Natürlich sind Sie das. Mit was anderem gibt sich der Retter der Citadel doch gar nicht ab. So sieht's aus. Das Problem sind die verdammten Bürokraten. Sie besorgen mir die neuesten astrographischen Daten nicht. Und mit Sternenkarten von 2183 kann man die Galaxie nicht retten, stimmt's? 2183? Warum nicht gleich ein Rechenschieber und das Ganze mit Augenmaß berechnen lassen? Eben. Und deshalb brauche ich einen verlässlichen Lieferanten, der mir Updates im Großhandel verkauft. Großhandel? Natürlich, Shepard. Alles, was ich zum Kampf gegen die Geth beisteuern kann, gehört ihm. Das nenne ich doch. Das war doch wohl nett. So soll's sein. Tech-Schaden, Schadensschutz. Okay. Ich habe leider kein Geld. Welches Tech-Modul sollen wir gleich nochmal kaufen? Verwirrt. Ich dachte, Sie wüssten das. Was? Nein. Ich habe nur gehört, dass Viranis gesagt hat, bringt ein Modul mit. Okay. Ich wollte nochmal mit dem reden. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich Sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Ah, okay. Wenn alles automatisch läuft, was machen Sie denn hier? Kundenservice, den Laden fegen. Technologischen Analphabeten alles haarklein erklären. Schon erstaunlich, wie viele Leute glauben, dass Licht durch teure Glasfaserkabel schneller ist als durch billige. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ah, jetzt... Da stimmt es doch, dass er die Karte vergessen hat. Da werden wir gleich mal die Situation bereinigen. Ich habe Ihre Hand in... Gehen Sie bitte weiter. Sie haben Ihre Kreditkarte bei Saranus Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh, naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht, aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz, sonst verhafte ich Sie wegen Landstreicherei. Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Alles klar. Nährpaste. Hört sich lecker an. Ja, das war's eigentlich hier. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Rapid Transit oder wie auch immer. Okay, Leute, jetzt geht's zum Präsidium. Besser gesagt zum Rat. Shepard, willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Der Anderson hat ja auch eine andere Synchro wie im ersten Mass Effect. Es ist lange her, Captain. Ich bin jetzt Ratsherr. Ich musste meinen Auftrag niederlegen, als ich Teil des Rats wurde. Ich bin froh, dass Sie da sind. Obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rest des Rats bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Leider hören Sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Odina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. So,
Also die Synchro vom Shepard ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube vom ersten Teil, also die hat mir ein bisschen mehr gefallen. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird, aber ich kenne sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Odina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit anderen noch viel zu lernen. Der Botschafter kennt die Spielregeln der Politik. Sagen Sie ihm einfach, was Sie brauchen, dann wird er schon einen Weg finden, es durchzusetzen. Leider bedeutet das immer, den Rest des Rats zu verärgern. Sie legen gegen meine Vorschläge ein Veto ein und nichts ändert sich. Die Wahrheit ist, dass ich kein Talent dafür habe, meine Prinzipien zu verraten. Und das ist für einen Ratsherrn eine ganz schlechte Eigenschaft. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer